JunkfoodTaster.com und jetzt review ich Funny Kartoffelpüree. Herr, das Lockere. Ja, ist schon offen. Hier wurden schon ein paar Tüten. Wie viele waren hier drin? Ich denke mal, hier waren vier. Nee, drei Tüten waren hier drin. Eine ist schon gefuttert worden. Okay, Zubereitung. 375 ml Wasser aufkochen. Etwas Salz. Okay, abkühlen. Und kalte Vollmilch. Reinhauen und dann etwas Butter oder Margarine, alles klar. Ah ja, hier, das ist ganz nett, 9 Gramm Eiweiß, 3 Gramm Zucker, 1,5 Gramm Fett, 8 Gramm Ballaststoffe. Und hier also die, ja, hier sehr patriotisch, würde ich sagen, deutsche Kartoffeln und so weiter. Ja, gut, wenn ich mal das Wasser in den Topf gießen. Ja. Und etwas Salz. Ja, ein halber Teelöffel oder was, ist mir egal. Ich mache das einfach hier so. Das wird schon okay sein. So, noch die Herdplatte. Gut. Achso, ja, hier die Zutaten, für alle, die es interessiert. 99% Kartoffeln, Emulgator, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Antioxidationsmittel und Aroma, Milcharoma. Gut, es ist Zeit, die Milch vielleicht abzugießen. Milch hatten die gesagt, 125 Milliliter. Jetzt kleckere ich hier schon wieder, naja. Ich bin ein Experte in Kleckern. Okay. Ja, das ist es. Mehr ist es nicht. Ja, vielleicht noch winzige. So, jetzt kocht das hier schon. Ja, und ich wäre nicht der Antikoch, wenn ich etwas abweichen würde. Und zwar mache ich die Butter, damit die ordentlich zerläuft, jetzt schon rein. Nicht erst mit dem Püree. Das habe ich mir spontan ausgedacht. Okay. So, nochmal alles durchgehen. Von der Kochstelle nehmen. Milch rein. Pulver rein und umrühren. Ja. Gut. So, Milch rein. Pulver rein. Und umrühren. Ja, wird super schnell dick. Ja, keine Klümpchen, gar nichts. Perfekt. Also Kartoffelbrei kann ich. Ja, ich würde sagen, umrühren, hat sich jetzt erledigt. Ja, es ist etwas abgekühlt. Zeit zum Kosten. Ja, da kann man jetzt geschmacklich nicht unbedingt viel sagen. Das müsste man dann selber abstimmen. Vielleicht noch ein paar Gewürze rein. Ja, was würdet ihr da machen? Ein bisschen Petersilie oder Zwiebeln oder Muskatnuss oder... Aber
Das Zeug ist auf alle Fälle erstmal eine gute Basis. Deshalb gibt es das Win. Ja, hat sehr schön funktioniert. Also keine Klumpen, gar nichts. Ja. Okay, noch ein bisschen Englisch. Sonst checken die überhaupt nichts. Okay, this is funny. Which is a German food producer. And it's like the potato stem from powder, as you could see. And this is funny. German, normally you eat it with spinach and egg, but I have just a potato stem. This is somehow a very patriotic box, because here there you have Germany, and they say it's 100% German. Okay. So nutrition is quite good. It's 9% protein, 3 sugar, 1.5 fat, 8 fibers, so it's nice. And it's 99% potatoes. Honey leather, yeah, here we have it. Yeah, funny was purchased, acquired by Honey leather, alright. Okay. Taste wise, it's somewhat neutral. I'd rather it win because you have no, the powder is resolved very good, very nice consistency. In terms of taste, you have to flavor it yourself a little bit. Whatever, ketchup. I don't know. Now my vocabulary in herbs is very limited. Some herbs, for instance. Yeah, what would you do on a potato stamp? Let me know. Yeah, that's a very thanks for watching.